großes Thema im Untertagebergbau. Können wir uns das vielleicht da drüben mal anschauen? Oder? Ja, klar, gerne. Was sehen wir hier denn jetzt, was wirklich für Sicherheit steht und was Herrenknecht vielleicht auch ausmacht? Also generell habe ich hier eine Maschine, um Schächte zu bohren. Ich bohre von oben nach unten. Was wir versuchen ist, unter dem Motto Hands off, die Leute aus den Gefahrenbereichen rauszuhalten, die die Maschine bedienen. Das heißt, hier ist ein sogenannter automatischer Pipe-Händler. Der nimmt hier diese gelben Teile automatisch nach oben, nach hinten und setzt sie in die Maschine ein. Das heißt, das Motto ist quasi, Hände weg, dann kann auch nichts passieren. Hände weg, Leute raus aus dem Gefahrenbereich. Wenn einer nicht rumspringt, dann kann er sich nicht verletzen. Und das ist die Idee, wo dahinter steckt.